Hallo hier bei Kung Fu Fitness Lifestyle, euer Kampfcoach Commander. Die Funk ist online. Niemals aufgeben, niemals kapitulieren. Ja, ja, da haben wir einen super Kontakt gehabt zu einem super Kampfkünstler. Und nach so langer YouTube-Arbeit, wie das Genie gemacht hat, muss ich sagen, hat die Hall of Fame verdient. Ja. Die Hall of Fame gibt es wieder, liebe Freunde. Ich habe da einiges erstmal auf privat gestellt, weil Artikel 13 und man hat nicht gewusst, wie es weitergeht. Wird es aber da irgendwann wieder online stellen. Ja? Weil ich habe ja einmal dann auch irgendwelche Means genommen oder irgendwas anderes. Oder mal österreichische Hymne und irgendwas, weil ich dann nicht gewusst habe, was geht es da und was ist jetzt, falls Artikel 13 kommt, was ist noch erlaubt, was ist nicht erlaubt. Ja, dass ich auch manchmal in die YouTube-Kanäle reingegangen bin mit der Kamera und habe gesagt, oh, guck ich mal den Kanal an, habe Werbung für den gemacht. Oder hat auch mal, irgendwo ein Foto genommen von irgendjemand und da habe ich gewusst, was, oder was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Und von der war eine immer erstmal privat gestellt. Bis jetzt war es ja immer erlaubt, die Hall of Fame, so wie es gemacht haben. Aber man will da auch nichts riskieren. Aber die wollen ja irgendwann mal wieder veröffentlichen. Ist auch so, dass wir auch noch extra Hall of Fame der Superstars, der Super Alternative, ja. Also quasi, wo ich dann Nick Mui gehört habe, da habe ich ja ein paar Sekunden vom Doku genommen. Da habe ich dann auch allerdings damals Altersbeschränkungen rein, um damit kein Geld zu verdienen. Wenn Artikel 13 kommen würde, was ich nicht hoffe, und sieht da wahrscheinlich dann noch aus, aber trotzdem wäre ich dagegen, dann hätte der Altersbeschränkung natürlich nicht lange. Und von daher, dann mein Verwandter, mit dem ich ja verwandt bin, von Kack, ja, ein bisschen Größe in Hongkong gewesen ist, ja, eine Kung-Fu-Größe auf alle Fälle, ja, in der Bruce Lee-Liga ist er, und der war auch ein Hall of Fame, aber der Artikel 13 will aber nicht erkennen, dass der verwandt mit mir ist, sondern der wurde dann ein Urheberrechtsverstoß her, ja. Dabei war ja eigentlich kein Urheberrechtsverstoß, weil ich ja da mal eine Sache draus gemacht habe und er ja auch mit mir verwandt ist. Und ich damit auch kein Geld verdient hätte. Aber egal. Zum Hauptthema ist, in der Hall of Fame zieht ein Mario Marino. Ja? Also von Kampfkunst, Sport, in YouTube einer der besten, wo man sehen kann. Ja? Viel besser wie David Russell, ja? Viel besser wie Rocco. Ja? Viel besser wie Flying Uwe, ist sehr, sehr gut. Aber ich finde ihn sogar noch besser wie der Flying Uwe. Und menschlich sehr korrekt, ich habe ihn einmal getroffen persönlich und es war ein sehr super Tag. Und der Mann hat echt was auf Kasten, ja. Der hat sehr viel gelernt, ja. Man merkt es auch in der Kampfkunstsportszene, der ist in jedem Bereich gewandt, ja. Der war offen für jeden Stil, der hat überall was gelernt. Und Taekwondo-Experte, mehrere Wettkämpfe bestanden, ja. Taekwondo-Wettkämpfe auch sehr nice. Dann im Stockkampf ist er ganz gut, im philippinischen Stockkampf. Wing Chun hat er reingeschnuppert. Bodenkampf, L ist bei dem 1A, ja, der da sehr, sehr gute Kurzfilm dreht. Ja. Ist im Skriptschreiben, im Drehbuchschreiben ist auch begabt, was so Kurzfilm angeht und Körperbeherrschung 1A, Spagat am Start. Ja. Einer von den besten Kicks, wo man so sehen kann. Und ein langer Film dreht, Der Schwert des Meisters. Also wirklich ein sehr guter Film. Ja. Der kommt mit dem John Liu-Film fast auf der gleichen Wellenlinie. Ja. Ist zwar auf Amateurbasis gedreht worden, der Film, aber sehr. Also mir gefällt der Film, Der Schwert des Meisters von Mario Marino. Gucke ich immer wieder gerne als Inspiration, als Motivation für mein Training. Ja. Und der sammelt ja wie ich begeistert DVD und Blu-ray. Hat eine große Sammlung. Ja.
Seine Filmsammlung, also meine ist schon geiler, aber ist schon fast noch, seine ist schon fast noch geiler. Ja. Das, was ich damals auf VHS gehabt habe, hat er noch alles auf DVD im Blu-ray. Aber ich sammle auch weiter meine Kampfkunst-Action-Reihe. Und damals hat man, das ist ja immer so, wenn man Kontakte hat oder Freundschaft hat, dann versteht man sich nicht immer so. Und man möchte auch Fehler, und ich habe da damals auch sehr viele Fehler gemacht. Der hat auch einige Fehler gemacht. Ich habe mich dann für meine Fehler entschuldigt. Und so ein internationaler Judo-Spinner hat sich da noch mit eingemischt. Und ich glaube, der hat seitdem, da hat man sich gar nicht verstanden. Ist ja immer so, wenn sich ein Dritter einmischt, da versteht man sich gar nicht mehr. Und ich will nicht wissen, was der über hinter meinem Rücken zum Mario gesagt hat. Aber ich habe trotzdem, wir haben damals sehr viel Fehler gemacht, haben mich auch dafür entschuldigt. Aber dann hat man sich auch nicht mehr zusammengefunden. Was ich dann schade gefunden habe, ja, ich bin auch in seinem Kanal mal Auftreter, ich war richtig super stolz drauf. Da gibt es noch einige Clips von dem in meinem Kanal. Auf jeden Fall ein super Typ. Ja. Hey Milky, willst du auch der Mario Marino Ehre? Und ich hoffe, der möchte wieder so Kampfkunstsport sagen, weil es hat er echt gut drauf. Und der hat die Hall of Fame mehr als verdient, ja. Und hier zieht der Mario Marino in Ruhmeshalle ein. Herzlichen Glückwunsch. Und ich wünsche dir alles auf deinem weiteren Leben, alles Gute. Wirklich geile Crew mit den Schwert des Meisters, mit den Kurzfilmen, die du dort gedreht hast. Auch in der echte Wettkämpfe hinter sich. So Taekwondo-mäßig unterwegs, ja. Und einfach, oder trainiere im Wald, wo ein Spagat anlegt und so. Perfekt. Vom Taekwondo bin ich ein großer Fan, weil die einer von den feinsten Kicks, die es so gibt, sind im traditionellen Kung Fu und im koreanischen Taekwondo. Ja. Und wirklich 1A der Mann, der hat die Hall of Fame mehr als verdient. Ja. Kam jemand, der so gut abgeht in YouTube wie Mario Marino, der hat es verdient. Mario Marino, Glückwunsch! Gratulation! Glückwunsch, Gratulation! Gratulation, Mario Marino!